Im Krankenhaus der Hafenstadt Lekai auf Haiti müssen Patientinnen und Patienten, die durch das Erdbeben verletzt wurden, im Freien behandelt werden. Drinnen ist nicht genug Platz. Mehr als 1300 Menschen sind ums Leben gekommen. UNICEF Haiti geht davon aus, dass 1,2 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen sind, darunter mehr als eine halbe Million Kinder. Viele Infrastrukturen wie Wasserleitungen wurden zerstört. Wegen krimineller Gangs, die die einzige Verbindungsstraße in die Hauptstadt kontrollieren, haben die Behörden Mühe, Rettungskräfte und medizinisches Material ins Erdbebengebiet zu transportieren. Ein Verantwortlicher vom Internationalen Roten Kreuz erklärt im Gespräch mit Euronews, die Situation war schon vorher sehr prekär und diese Krise kommt als eine weitere Krise hinzu. Wir hatten bereits eine große politische Instabilität, Gewalt, Unsicherheit und die Corona. Mehr als 40% der Bevölkerung in Haiti haben nicht genug zu essen. Außerdem erwarten wir in den nächsten Stunden einen tropischen Sturm. Hunderttausende Menschen, die durch das Erdbeben obdachlos geworden sind, müssen sich trotz Tropensturm Grace Tag und Nacht im Freien aufhalten, auch wenn es stürmt und regnet. Die Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft ist angelaufen, braucht aber einige Tage, um die Betroffenen zu erreichen. Auch Chile schickt Lebensmittel nach Haiti.